Ja, ich wollte mich am Anfang erstmal bei euch bedanken für das ganze positive Feedback auf meine letzten 100 Videos. Ich habe ja in letzter Zeit ziemlich viele Videos hochgeladen und da kam sehr viel positives Feedback und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und deswegen wollte ich mich einfach mal bedanken, weil ich habe gemerkt, dass es nicht mehr ganz so üblich ist, irgendwie zu kommentieren oder Daumen zu geben oder so. Es geht alles sehr zurück. Aber in letzter Zeit war das doch sehr schön, nochmal Feedback zu kriegen so richtig. Und ja, hat mich sehr gefreut. Und heute soll es um eine Kette gehen, die ich jetzt auch schon trage. Die habe ich vor ein paar Tagen bekommen und auf Instagram gepostet, beziehungsweise dann auch auf Facebook und auf Twitter. Das ist ja miteinander verknüpft. Also wenn ihr mir da folgt, dann habt ihr die schon gesehen. Da haben auch welche gefragt, ob ich dazu nicht ein Video machen könnte. Und ja, jetzt sitze ich hier und drehe das Video. Ich habe schon mal so eine Kette bekommen, also ich durfte die testen. Das war, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren. Ich glaube aber 2 Jahren. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich bin jetzt bald schon 4 Jahre auf YouTube. Ja, und da durfte ich schon mal so eine Kette testen. Und da hatte ich, also es geht um meine Namenskette.de oder com? Com. Meine Namenskette.com. Und da könnt ihr euch halt Ketten anfertigen lassen mit eurem Namen oder mit einem Wort, das euch gefällt oder ganz viele verschiedene Sachen. Da gibt es wirklich ganz viel zur Auswahl und ich durfte halt vor 2 oder 3 Jahren schon mal testen und ich habe das auch noch genauso, wie es ankam hier, weil ich das so schön verpackt fand. Ich habe aber die Kette jetzt nicht ordentlich da drin liegen, weil ja, sonst muss ich die immer so rausfriemeln, wenn ich die tragen will. Deswegen habe ich die nur so lose reingeschmissen. Und ja, damals hatte ich mir, so wie eigentlich fast jeder, der das damals testen durfte, meinen eigenen Namen ja gravieren lassen. Ist das auch gravieren? Also das wird gegossen, meine ich. Und dann hat man halt seinen Namen als Kette. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber mir hat das damals sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe das auch oft getragen und sogar meinem Freund hat es gefallen. Der ist ja eigentlich nicht so der, ja, der hat eher so einen spezielleren Geschmack, aber das hat ihm auch gut gefallen. Und ja, jetzt durfte ich nochmal testen. Die haben mich gefragt, ob ich nicht nochmal eine Kette haben wollen würde. Und dann konnte ich nicht nein sagen, weil ich die einfach so schön finde. Und ich habe mir jetzt ein anderes Modell ausgesucht. Und das hat jetzt noch einen Stein mit drin. Und ich liebe halt Steine, aber eigentlich nur ja, so transparente, also so weiß funkelnde. Und das Ganze geht eigentlich nach Geburtsmonaten. Also das ist jetzt hier der Stein, den ich habe für den April. Und mein Stein für den Juli wäre rot gewesen. Und rote Steine gefallen mir einfach nicht. Und deswegen habe ich gedacht, ach komm, egal. Dann achtest du halt nicht auf den Geburtsmonat, sondern einfach nur nach dem, was dir gefällt. Und das war halt dann April. Und April ist auch in Ordnung. Da hat mein Papa Geburtstag, da habe ich mit YouTube angefangen. Und da hat meine beste Freundin Geburtstag. Also der Monat ist auch in Ordnung für mich, deswegen passt das schon. Und ja, also die Kette bekommt ihr in verschiedenen Längen. Ich habe jetzt hier, die ich jetzt trage, in 40 cm. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die ich jetzt hier davor hatte, ist 45 cm lang. Müsste ich mal ranhalten, ob das ungefähr hinkommt. Also die ist ein Stück länger. Es ist natürlich nur rangehalten, aber hier ist ein Stück länger. Und das sind halt, ist halt eingeteilt nach Kindern. Also es geht ab 35 cm los für Kinder und geht dann bis 55 cm, meine ich. Und ich wollte jetzt halt eine etwas höhere, weil ich trage meistens nicht so weit ausgeschnittene Sachen und dann sieht man immer die Ketten nicht. Ich trage eigentlich ganz gern mal so eine Kette und ja, das sieht man immer nicht. Und das ist dann immer so schade und deswegen habe ich mir die kurze Version ausgesucht. Und ja, das kann ich euch noch dazu sagen. Das ist echtes Silber und das noch ein, also hier in der Version ist ja noch das Steinchen und das ist ein Swarovski-Steinchen und das Silber ist 925er Silber und wie ihr wahrscheinlich jetzt schon gesehen habt, steht auf meiner Kette Unique. Das ist deswegen, weil ich hatte auf Twitter gefragt, was ich nehmen soll, weil ich einfach nicht wusste, was ich nehmen soll. Ich wollte nicht nochmal Nicole nehmen, das wäre jetzt irgendwie doof gewesen und deswegen habe ich gefragt und hat irgendjemand geschrieben, ich grüße dich nochmal, du guckst das Video bestimmt. Jetzt hat jemand irgendwas geschrieben, Unikat, glaube ich, war es, Unikat. Und dann ist mir eingefallen, dass ich damals, als ich die Kette bekommen habe, überlegt hatte, ob ich nicht auch irgendwie so ein Wort in die Richtung nehmen sollte. Also ich meine, ich hätte sogar damals Unique im Kopf gehabt.
Und habe gedacht, dann beim nächsten Mal machst du es dann, weil ich mir vielleicht auch eine kaufen wollte. Und dann hatte ich das aber wieder vergessen so. Und ja, jetzt hatte ich halt die Gelegenheit und dann hatte ich vergessen, was ich nochmal nehmen wollte dann. Wenn ich nochmal halt so eine Kette mir, ja, ich wollte sie eigentlich kaufen, aber diesmal bist du, ne, ich durfte sie testen, deswegen. Und ich hatte es vergessen. Und ja, dann hatte ich bei Twitter gefragt, aus lauter Verzweiflung, welches Wort ich dann jetzt nehmen soll. Und ja, dann kamen natürlich auch ein paar super Vorschläge. Ich weiß nicht mehr, was es war alles, aber YOLO. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Aber ja, und dann hat sie halt geschrieben, Unikat, und dann ist mir eingefallen, ja, du wolltest doch Unique nehmen. Und es das heißt halt so, falls ihr es nicht wisst, das ist, wie übersetze ich das denn jetzt, Einzelstück, Unikat halt, also einzigartig, sowas nach dem Motto. Und ich hatte früher, hatte ich ja ganz viele eigene, also eigentlich nur eine Homepage, aber ich habe immer das Design gewechselt. Und ich habe dann auch mal andere Webseiten angeschaut und fand da eine total toll. Das hat irgendein Junge gemacht, ich glaube, der war 15, ich war damals 13 oder so, und ich fand das Design so schön. Und die Seite von dem hieß, meine ich, Unique 7 oder sowas. Und ich fand den Namen auch so schön. Und seitdem ist dieses Wort so in meinem Kopf und deswegen Unique. Also nur, falls euch gewundert habt, warum ich das jetzt genommen habe. Fand es einfach schön. Qualitativ war ich jetzt mit der alten Kette immer sehr, sehr zufrieden. Deswegen habe ich mich auch nochmal darauf eingelassen, das vorzustellen, sonst hätte ich dann nicht ja gesagt, weil ich will euch ja keinen Scheiß empfehlen. Aber ich war mit der immer echt sehr zufrieden. Die war, also ist nie was dran gewesen, hat immer gut gehalten und also ich kann gar nichts Negatives dazu sagen. Ich hoffe halt jetzt, dass bei der hier, bei der neuen, das Steinchen nicht rausfällt, aber das fühlt sich auch sehr qualitativ hochwertig an und ich glaube eigentlich nicht, dass das passieren wird, wobei das immer mal sein kann, aber ich glaube es eigentlich nicht. Und fühlt sich jetzt so auch sehr stabil an. Also ich habe schon damals in der Review gesagt, dass man das nicht einfach so umknicken kann oder so. Zwar mit Gewalt schon, aber das ist jetzt nicht so, dass hier vielleicht mal drauf liegt und dass es dann total verbogen ist, obwohl das halt so ein dünnes Plättchen ist eigentlich nur. Und ja, was ihr vielleicht noch wissen müsst, das habe ich damals auch schon gesagt, ich habe gerade so ein bisschen Déjà-vu, wenn ihr damit rumlauft, dann bewegen sich die Ketten ja normalerweise immer und wenn ihr so einen Anhänger habt, einen normalen, der auf der Kette einfach nur ja, so reingesteckt ist, dann ist der Anhänger ja trotzdem immer vorne, auch wenn sich die Kette dreht. Und bei der hier ist es halt so, wenn sich die Kette dreht, dann ist das hier ja so verankert, dass ich das hier gar nicht unten hinsetzen kann durch das Gewicht. Und das dreht sich dann immer mit. Also irgendwann kann es sein, dass die Kette über den Tag verteilt so da hängt. Aber also ich bin zumindest so, wenn ich eine Kette anhabe, ich fummel da immer so viel dran rum, dass ich das halt eigentlich immer merke. Aber nur, dass ihr es wisst, wenn euch sowas halt total nervt oder so, dann wäre das vielleicht nicht unbedingt was für euch. Es gibt aber auch noch andere Anhänger und so. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle so eingehakt sind, aber vielleicht gibt es auch welche, die nicht so eingehakt sind, dass sich das dann trotzdem immer vorne aufhält, der Anhänger. Preislich sind die Sachen natürlich relativ teuer. Es sind ja Sonderanfertigungen, also Einzelstücke, die ihr bekommt. Beziehungsweise Einzelstücke. Wenn jemand genauso heißt wie ihr, dann und dass sich der dasselbe Modell aussucht, dann ist es kein Einzelstück mehr. Aber es wird zumindest individuell angefertigt. Und dieses Wort immer, ne, da wartet man ja nur drauf, dass sich derjenige immer verspricht. Also es wird individuell angefertigt und deswegen ist es halt auch relativ teuer. Das hier, das Modell, was ich schon vorher hatte, ohne Steinchen, kostet im Moment reduziert 29,90 € oder so. Und das, was ich hier trage mit Steinchen, kostet dann nochmal 10 € mehr. Ist natürlich eine Stange Geld, aber ich muss auch sagen, ich hätte mir das jetzt so nicht gekauft. Nicht, weil ich es nicht schön finde oder so, aber weil ich einfach finde, das ist sowas, das kauft man sich nicht selbst, das verschenkt man irgendwie. Also ich finde, das ist sowas, so ein Geschenk für einen besonderen Anlass. Wenn ich jetzt zum Beispiel Jahrestag mit meinem Freund habe, dann könnte ich mir vorstellen, dass er mir sowas schenkt. Oder wenn jetzt, ich weiß nicht, wenn jemand Kommunion hat oder sowas, oder Konfirmation oder wie man das alles nennt, dann finde ich, ist das auch so ein Anlass, wo man sagt, okay, dann kann man mal so ein teureres Schmuckstück schenken und was Besonderes und was Individuelles. Und ich finde, dann ist das schon wieder in Ordnung. Aber ich weiß nicht, es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das würde ich mir jetzt kaufen. Es sei denn, man hat wie Rebecca Flöter, die ja auch Fan von diesen Namensketten ist, noch zwei Schwestern oder so und da gibt es ja auch diese Anhänger mit drei Buchstaben nur, wo man dann
ja, halt den eigenen Anfangsbuchstaben und den der beiden Schwestern noch mit einbauen kann. Das ist natürlich auch sehr schön. Hatte ich auch überlegt, das zu nehmen, aber ich habe einfach keine drei Buchstaben zusammenbekommen. Deswegen habe ich mich jetzt auch dafür entschieden. Ich fand das sowieso immer so schön mit dem Steinchen und deswegen, ich bin so ein Steinchenmensch. Und ja, also wie gesagt, ich finde es relativ teuer, aber die haben ganz oft auch Sachen im Angebot und Rabattcodes und ich habe auch einen Rabattcode für euch. Ich muss mal gerade gucken, wie viel das nochmal war. Also ich habe einen 10% Rabattcode und zwar, wenn ihr Kollchen auf der Seite eingebt, ich schreibe es euch nochmal hier hin, falls ihr meinen Nicknamen nicht kennen solltet, halt ohne die 14, wenn ihr das da reinschreibt, dann bekommt ihr 10% auf eure Bestellung. Wenn ihr es jetzt eilig haben solltet mit dem Bestellen, dann, also die brauchen schon, wie lange habe ich gewartet, vielleicht eine Woche oder ja, eine Woche habe ich vielleicht gewartet darauf, dass das angekommen ist. Es kann auch sein, dass es mal länger dauert. Ich hätte mal irgendwie von jemandem gehört, 2 Wochen oder sowas. Also plant ein bisschen vor, wenn ihr das wirklich kaufen möchtet. Wenn es ein bestimmter Anlass ist, zu dem ihr das verschenken wollt, dann bestellt es nicht 2 Tage vorher, dann so schnell wird es dann nicht geliefert. Zumal es auch, also diesmal kam es aus England. Es ist nicht so, dass ihr dann ins Ausland bezahlen müsst oder so, aber es wird wohl in England hergestellt und dann hierher geschickt. Und allein deswegen dauert es halt schon etwas länger. Also falls ihr das gerne haben möchtet, dann plant einfach die Zeit mit ein. Ansonsten, also ich bin wie gesagt zufrieden mit den Ketten, sonst hätte ich sie euch nicht nochmal vorgestellt. Und ich hoffe, mit dem Rabattcode wird das vielleicht einige von euch freuen, dass ihr da ein bisschen weniger zahlt für. Ja, was kann ich noch sagen? Es ist immer schön eingepackt. Es kommt in so einem Schächtelchen, da steht auch nochmal meine Namenskette drauf und ich hebe diese Schächtelchen gerne auf, weil ich die einfach sehr, sehr hübsch finde. Sogar das Neue noch ein bisschen schöner als das Alte. Und ja, das wäre es auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht einen Tipp geben, wenn ihr jetzt irgendwie mal bald was habt, wo ihr einen Anlass habt, wo ihr vielleicht auch eurer Schwester oder sowas schenken wollt, was Besonderes. Und wenn ihr sowas gerne hättet, aber euch nicht selbst kaufen wollt, könnt ihr ja den Link von dem Video eurem Freund oder so schicken. Also nur mal so als kleinen Tipp. Ja, gut, das wär's zur Namenskette. Wie gesagt, Empfehlung, ich find's toll und danke, dass ich testen durfte nochmal. Und falls ihr jetzt fragt, was ich auf den Lippen trage, es ist was anderes als die letzten Tage, beziehungsweise gar nicht wirklich anderes, sondern nur ein Produkt von denen. Und zwar nochmal dieses Be Perfect Luck Tintur oder so. Ich habe das ja vorher nur in Kombination mit dem Kiko Lippenstift getragen und habe es jetzt mal einzeln ausprobiert. Das hatte ich vorher noch nicht gemacht. Man muss sagen, wenn man das ein bisschen schichtet, so wie ich das jetzt gemacht habe, ist es sehr deckend. Also ihr seht das ja. Ich hatte das vorher nur bei anderen YouTubern gesehen und dachte so, das deckt ja gar nicht. Und bei mir sieht das so knallig aus. Und ja, also bei mir sehen so transparente Klosse einfach nicht schön aus. Und deswegen habe ich das direkt so ein bisschen dicker aufgetragen und dann, bam, war es da auf den Lippen. Das ist die Farbe G121 Fuchsia irgendwas. Und ja, bekommt ihr bei ccbparis.de oder so. Ich glaube, da habe ich auch einen Rabattcode. Schreibe ich euch mal in die Infobox, falls ich den finde. Genau, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch einen Tipp geben. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!